Hallo Leute, da sind wir wieder mit Let's Play Stronghold und es geht weiter. Mission 3, Wolfsjagd. Wir brauchen euch, um einige neue Rekruten in der Kunst des Bogenschießens zu unterweisen. Die Wölfe paaren sich in der nächsten Grafschaft, findet ihre Schlupfwinkel und löscht sie aus. Entweder sie oder wir. Sucht euch eine Erhebung und befestigt euch dort mittels Turm und Vorburg. Herzog de Pus lässt neuerdings in der Gegend patrouillieren. Ihr müsst um jeden Preis verhindern, entdeckt zu werden, denn wir haben einem Angriff nichts entgegenzusetzen. Wenn ihr die Ratte vor mir zu Gesicht bekommt, schlitzt ihn für mich auf. Errichtet eine Befestigung mit Turm und Vorburg und verstärkt diese mit zusätzlichen Türmen. Beginnt sodann mit der Herstellung von Bögen und stellt eine Streitkraft aus Bogenschützen zusammen, mit denen ihr die wildernden Wölfe dort ausrottet. Ja, sieht doch ganz einfach aus, aber bevor ich dieses Level jetzt starte, also beziehungsweise ich starte schnell. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Aber ich werde die Auflösung höher stellen. Und deswegen muss ich das Spiel neu starten. Beziehungsweise ich muss hier einen kurzen Aufnahmecut machen, weil mit umgestellter. Mit umgestellter Auflösung macht sich das, glaube ich, nicht gut beim Schneiden. Wir sehen uns dann wieder gleich. Bis dann. Ciao, ciao. So, Leute, da sind wir wieder. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Da hinten. Ja, ich hoffe, die Auflösung ist jetzt etwas besser wie vorher. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. So. Eine Botschaft von eurem Informanten. Wir sollten uns sputen. Diese Wölfe sind überall. Ja, die Wölfe sind ganz schlimm und ich habe auch tierische Angst vor den bösen Wölfen. So, es ist folgendermaßen in diesem Level. Wie viel Güte habe ich denn? Ich habe. Das kostet. Pfeilmacherei, stellen wir gleich mal eine her. Er nimmt sich nämlich von hier diese Bretter und die verarbeitet er zu einem Bogen. Und ja, aber bevor ich. Ja, ich brauche auf jeden Fall noch Holz, weil wenn der einen Bogen hat, kann er den nicht einfach ins Vorratslager legen, sondern dafür braucht er eine Waffenkammer. Die kostet nochmal 10 Holz. So. Die tue ich dann gleich hierher. So, schon läuft die Wirtschaft. Geht doch ganz schnell. Das sind Holzunterkünfte. Da kann man sich dann Truppen herstellen. So, und hier seht ihr, wir haben am Anfang 500 Gold eben schon als Startgüter. Ist deswegen relevant, weil in den Anfangskampagnen, da hat man nicht so viel, noch nicht so viele Möglichkeiten. Da ist man fast darauf angewiesen. Unsere Lebensmittelvorräte Keine wachsen, Sire. Veränderung in der So, Schatzkammer, jetzt my mache ich hier mal Lord. die Wirtschaft ein bisschen. Nochmal den hier dazu. Wie viel habe ich dann noch? Dann baue ich hier noch Wir eine. benötigen Holz. Ah ja, ich habe kein Holz. Genau, ich brauche mehr Holz. Dann heißt, ich baue hier noch eine Holzfällerhütte. Mal ganz nah im Wald und ganz nah am Vorratslager. Haben wir ja schon gelernt in der letzten Folge. So, dann können wir hier gleich noch eine Es sind Pfeilmacherei. nicht genügend Arbeiter Zu vorhanden, wenig um das Arbeiter, dann Gebäude bauen zu wir noch ein verwalten. Haus. Wo man die Häuser hinstellt, ist übrigens total wurscht, weil die Arbeiter ja nicht aus dem Haus rauskommen, sondern eben hier aus dem Bergfried hier unten erscheinen. So, und hier kann man sich dann seine Bauern Wölfe herstellen. greifen an, my Lord. Oh, Eure Befehle? Wölfe. Pfeile bereit! So. Autsch, das sind viele Wölfe. Bogen gespannt! Okay. Die greifen ziemlich früh an, muss ich sagen. Das ist mir so auch noch nicht untergekommen. Aber gut. Man kann jetzt die Wölfe theoretisch auch einsperren. Das ist aber ein bisschen Bin zur langweilig. Stelle! So. Dann baue ich nochmal hier eine Pfeilmacherei. Die baue ich hier hin. Und eine kann ich noch bauen. Eine kleine Soldatentruppe der Ratte befindet sich auf dem Weg zur Burg. Es werden Waffen benötigt, Sire.
Ja, im ersten Teil kann man mit seinem Burgherr noch nicht angreifen. Man kann ihn nur auf Wälle hochschicken oder auf Burgtürme oder im Bergfried oder zu Gegnern, aber man kann ihn noch nicht manuell irgendwo hinbewegen. Bin zur Stelle. Ja. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Sire, die Plüsses Männer sind hier. Wir können nicht zulassen, dass sie unsere Position verraten. Wo sind sie denn? Da unten. Bogenschützen bereit. In Bewegung. Unerreichbar. Visiere an. So, und Feuer. Tötet sie. Mein Bogen ist euer. Rücken aus. So, tötet sie. Angepeilt. Angriff. Oh Mann. Ja, das Problem ist, wenn die nicht in direkter Sichtlinie sind, dann treffen die natürlich nicht. Eure Befehle? Ja, vernichtet. Sind auf dem Weg. In Bewegung. So. Bin zur Stelle. Waffen benötigt. Gut, Bin zur Stelle. Eine Botschaft von eurem Informanten. Die Wölfe streifen umher, Sire. Rücken aus. Bogen gespannt. Wölfe greifen an, my Lord. Ja. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Visiere an. Da, das Level hätte man auf jeden Fall schöner machen können. Auf jeden Fall, zur Erklärung. Rekruten benötigt, Sire. Oh, ich habe keine Rekruten mehr. Zur Erklärung, also da hier kann man auf jeden Fall Truppen herstellen und ich kann jetzt nur Bogenschützen herstellen, weil die anderen erst im Laufe der Kampagne freigeschalten werden. Das ist eben ein Waffenlager. Ein Bauer befindet sich auf dem Weg. Bin zur Stelle. Das ist eben ein Waffenlager, da werden alle Waffen gelagert. Welche Gebäude sind denn noch neu? Pfeilmacherei kann man im Moment nur Pfeile herstellen. Später bekommt man auch Baupläne für andere Waffen, die in diesen Art der Gebäude hergestellt werden können. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Ziel angepeilt. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts Großartiges, was man erklären kann. Man kann hier, wie gesagt, mit diesem Fenster die verschiedenen Truppen auswählen. Man kann aber auch Umschalt drücken. Bogenschützen bereit. Ne, das funktioniert erst im Stronghold Crusader. Pfeile bereit. So. Ja, ja, am Wölfchen. Waren das alle? Ja, genau, das waren alle. Ja, damit wäre das Level auch geschafft. Ah, jetzt habe ich die Statistik weggeklickt. Wir erlebten die Kundschafter der Ratte nicht lange genug, um unsere Position kundzutun. Aber es kann nicht lange dauern, bis man sie vermisst. So, die nächste Grafschaft gehört uns. Muahaha. Mission 4, der geheime Außenposten. Eine Botschaft von Sir Longarm ist eingetroffen. Ich hoffe, wenn diese Nachricht bei euch eintrifft, konntet ihr diese lästigen Wölfe ohne größere Zwischenfälle beseitigen. Jetzt bitte ich euch um einen Gefallen. Beginnt mit der Errichtung eines Außenpostens an der Grenze zum Gebiet des Herzogs de Puce. Ihr helft mir damit, die Stärke der Truppen der Ratte einzuschätzen. Ihr dürft jedoch unter keinen Umständen Lord Woolsack benachrichtigen, wenn euer Auftrag erledigt ist. Die Ratte wuchs als gewöhnliches Kind in den Ländereien der Familie de Puce auf. Der Herzog zeigte sich seiner Mutter gegenüber wohlgesonnen und sorgte dafür, dass ihr keine Steuern auferlegt wurden und dass sie genug zum Leben hatte. Jahre später kam ein Botschafter des Weges und es stellte sich heraus, dass der Vater der Ratte eben jener Herzog de Puce war, für den seine Mutter einst als Schankdirne gearbeitet hatte. Ein tragischer Unfall, bei dem die gesamte Familie de Puce von der See verschlungen wurde, brachte die Ratte an die erste Stelle in der Erbfolge um den Titel des Herzogs. So, jetzt sucht können wir auch schon... eine geeignete, hochgelegene Stelle nahe den Ländereien des Herzogs de Puce und beginnt mit der Errichtung des Außenpostens. Der hölzerne Bergfried bietet mehr Schutz als ein einfaches Gebäude. Nehmt euch einige Rinder für die Zucht. Das Land dort ist gut dafür geeignet. Und lasst euch nicht vom Feind sehen. Solltet ihr trotzdem entdeckt werden, lasst keinen entkommen, der euch verraten könnte. Die Hügel können eure Bogenschützen zu ihrem Vorteil nutzen, indem sie von oben herabschießen. Ja, das ist das erste Level, wo man Schwierigkeitsgrad auswählen kann. Ich werde jetzt mal schwer wählen, weil die Anfangslevel gehen noch, aber ich werde später definitiv auf normal bzw. auf leicht zurückgehen bei einigen Leveln. Aber jetzt dürfte es noch gehen. So. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Eins gibt es hier zur Erklärung, und zwar,
dieses Level ist nicht ein Ziel zu erreichen, sondern es ist nur eine Zeit zu überstehen und alle Gegner zu eliminieren. Das platziert ist also, einen Bergfried, um eure Burg anzulegen. Unterscheidet sich Gnaden. Schon mal von den anderen Leveln. So. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Kornspeicher mache ich hierher, weil wir haben jetzt keine Jagdhütten mehr. So, ich mache erstmal drei davon. Und drei Holzfällerhütten. So, und jetzt kann ich eh nichts tun. Jetzt heißt es sozusagen abwarten und Tee trinken. Das kommt ab und zu mal vor in dem Spiel. Ja, was gibt es zu erzählen? Käserei ist vorteilhaft zu Fleischproduktion in dem Sinn, weil... Moment mal ganz kurz. Ich muss die Soundeffekte etwas runterstellen. Die überstimmen mich gerade. So, und zwar sind sie deswegen vorteilhaft, weil es eine permanente Ressource ist. Also, die werden nie ausgehen. Im Gegensatz zu Wildtieren, die man natürlich, wie hier, die sind irgendwann mal weg. Ne? Das sind ja 20 Viecher und wenn die alle abgeschossen sind, dann war's das. So, jetzt werde ich noch eine bauen. Aber zu viel Zeit sollte man natürlich auch nicht damit verbringen. Jetzt sollte man natürlich auch schon anfangen, Waffen herzustellen. Weil, naja, man sollte sich da schon etwas hinhalten, schon etwas beeilen. So, noch eine. Als nächstes baue ich dann noch eine Käserei. Die Holzvorräte sind zu knapp. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Beliebtheit ist plus zwei. Unsere Schatzkammer leert sich. Da muss ich etwas umdenken. Moment. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Ich gebe jetzt mal größere Ration und meine Beliebtheit ist auf plus 1, weil ich eben 5 durch Nahrung bekomme. Und zwar zwei verschiedene Nahrungseinheiten und das, also Käse und Fleisch, und das ist, gibt plus 1 Beliebtheit. So, dann baue ich noch zwei Käsereien und noch eine Pfeilmacherei. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Noch ein Haus, damit ich mehr Arbeiter habe. Wir benötigen Holz. Das war jetzt blöd. Der erste wartet schon, dass er seine Bögen reintun kann. Mach hinne. Na komm schon. Gib mir Holz, gib mir Holz, gib mir Holz, gib mir Holz. Mach hinne. Lauf halt schneller. Lauf, lauf. Ah, ja, schneller. Okay, okay, okay. Wir haben nicht so genügend Holz, mein Lord. So, Holzunterkünfte kann ich dann auch gleich bauen. Bin zur Stelle. So. Waffen benötigt, Sire. Dann Türme sollte man auch bauen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Warum nicht? So, ein Burgturm sollte ich aber bauen können. Jawohl. Man kann auch mit Leertaste die Ansicht auf 0 schalten, also auf ganz runterschalten, damit man sieht, wo hier noch Lücken sind. Ist jetzt im Anfang noch nicht so relevant, aber später auf jeden Fall. So, da schicke ich jetzt gleich meine Bogenschützen nach oben. Es werden Waffen benötigt, Sire. Eure Befehle? So, die schicke ich auch nach oben. So, was mache ich denn mit dem ganzen Holz? Ich könnte noch ein paar Käsereien bauen. Das ist die sinnvollste Investition. So, und noch eine. Wie viele Bauern habe ich denn noch? Einen Bauern habe ich noch verfügbar. Das reicht auch noch, dass ich Rekruten erstellen kann. Was übrigens auch noch wissenswert ist, sobald ein Bauer in eine Militäreinheit umgewandelt worden ist, zählt er nicht mehr als versorgbare Einheit. Also du kannst 1000 Kämpfer haben. Und die belegen aber keinen Platz in der Hütte. Also ich habe 18 von 18 Bauern, egal ob ich jetzt 1000 Einheiten habe oder ob ich eine Einheit habe. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig vielleicht in diesem Art von Strategiespiel. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Also man kann eigentlich unbegrenztes Militär haben. Es gibt später schon eine Begrenzung, weil irgendwann, wenn du ein... Sie haben uns entdeckt, Sire. Oh je. Wie lauten eure Befehle? Naja, die kleinen... Am Anfang sind es ja noch kleine Truppen. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal anfangen, Wälle zu bauen. So, hier mache ich zu. Na komm, na komm, na komm, den auch noch. Sehr schön. Ja, das war der erste Angriff, der wurde abgewehrt. Passt.
Was auch noch witzig ist, du kannst im ersten Teil, also für viele Leute mag das jetzt normal sein, aber in Crusade ist das anders. Da kannst du so weit von deinem Bergfried weg, wie du willst, noch hier so Wälle bauen und Tore und Türme. Das geht später nicht mehr, deswegen ist das noch... Okay, mein Bergfried ist immer noch nicht zu. Das ist halt recht angenehm. Du kannst theoretisch auch da hier... Also in Nähe von Wegweisern kann man auch nicht bauen, aber du kannst theoretisch hier alles zubauen und mit Bogenschützen vollstellen. Bin zur Stelle. Rekruten benötigt, Sire. So, jetzt war ich noch eine Hütte. Wie viel... Nahrung. Die Lebendigkeit ist auf null, das ist gut, weil dadurch sinkt es nicht und steigt es nicht. So, jetzt baue ich hier noch... Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, my Lord. So, wo geht der jetzt rein? Meine Kühe verrecken, na ganz toll. Soviel zu dem Thema unendlich Einheiten, ne? Unendlich Nahrungsproduktion. Aber das ist nicht so dramatisch, ich habe noch 100 Nahrungseinheiten übrig. Sag mal, wann ist mein Bergfried komplett? Hallo? Normalerweise kommt hier ein Symbol auf der Minimap unten, wenn der Bergfried komplett ist. Nur irgendwie bei mir gerade nicht. Geht's noch? Da müsste doch alles zu sein. Ah, hier ist noch irgendwas offen, oder? Unsere Kundschafter melden eine weitere Gruppe mit Männern der Ratte, die sich uns nähert. Werden wir ihnen die Stirn bieten? Ich habe keine Ahnung. Genau, ich wollte noch mehr... Bin zur Stelle. Truppen bauen. Es werden Rekruten benötigt. Eure Befehle? Auf die Welle! So. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Bin zur Stelle. Jetzt bin ich mal gespannt, wo hier noch eine Lücke sein soll, weil eigentlich... Die Truppen der Ratte greifen an. Eigentlich sollte hier alles zu sein. Ja, wieder so eine Mini-Truppe. Eigentlich hätte ich auch gleich auf sehr schwer stellen können. Bin zur Stelle. Waffen benötigt. Bin zur Stelle. Rücken aus. Na, greift an. Hier ist doch nichts mehr offen. Vernichtend geschlagen. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. So, dann kann ich hier noch eine Pfeilmacherei bauen. Und noch eine Pfeilmacherei bauen. Lebensmittelvorräte bleiben konstant. Optimal. So, dann kann ich theoretisch auch noch ein paar Holzverlöten hier hinten noch hinbauen. Ich wüsste jetzt allerdings gerne, wenn ich das hier schließe. Ja. Bogenschützen bereit. Er ist geschlossen. Der Bergfried ist geschlossen, okay. Nur leider wird das irgendwie nicht angezeigt im Einser. Das ist gerade komisch. Ich dachte, dass auch im Einser hier dieses Symbol kommt, das mir vermittelt, sind auf dem Weg. Nur ist es hier, genau da, wo mein Mauscursor jetzt ist, so ein Kreissymbol. Das lässt darauf hinweisen, dass der Bergfried keine Lücken mehr hat, aber... Naja, die wollen ja nicht. So, das Level geht noch ein bisschen. Ich spiele die ganze Zeit mit maximaler Geschwindigkeit. Eine kleine Soldatentruppe der Ratte befindet sich auf dem Weg zur Burg. So, und jetzt müsste ich auch Türme bauen können. Ich glaube, dafür braucht man nicht einen Holzwall als Anschluss. Ja, genau. Bin so, die nächsten zwei, die kommen auf den Bewegung. Turm hier drauf. Ne, auf den Turm, der ist Rücken weiter vorne. Aus. Also, die ersten Level sind wirklich einfach. Davon darf man nicht zu viel erwarten. Unsere Lebensmittel aber wachsen, es sieht später stark an. Besonders viele haben Probleme bei Mission 15. Das ist nämlich keine Defensivmission, sondern eine Offensivmission. Ist das schon der letzte Kampf? Nein, das ist noch nicht der letzte Kampf. Ich habe auf schwer gestellt. Na, passt schon. Es sieht nur gerade so leicht aus. Ja, wenn man auf leicht stellt, dann kommen hier nur 5 oder so. Also, da sind viel weniger Angreifer da. Es bin zur Stelle. Waffen benötigt, Sire. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Ihr seht... Die Gegner erreichen nicht mal mein Burgwall, geschweige denn, dass sie ihn erreichen, noch dass sie eine Lücke reinreißen könnten. Also die haben total verloren. Bin zur Stelle. Ja, jetzt kann ich noch eine Pfeilmacherei bauen. Es ist eigentlich, das Level ist sowieso schon zu 100% gewonnen.
Es werden gut, ich könnte jetzt alle Rekruten nehmen und hier auflösen. Das wären dann zu Bauern. Aber das wäre natürlich Schwachsinn. Gibt keinen Grund, warum man das tun sollte. Bin zur es Stelle. Werden Waffen benötigt, Sire. Bogenschützen so. Bereit. Kann ich hier noch irgendwo Bogenschützen hochschicken? In Bewegung. So, da gehen noch ein paar raus. Bin zur Stelle. Waffen benötigt, Sire. Ja, und wundert euch nicht, warum auf diesen kleinen Bergfried, auf diesen kleinen Turm hier 11 Leute draufpassen. Theoretisch kann man auf so eine Lage auch 100 Leute draufschicken. Wenn man sich unten eine immer so... Eine kleine Soldatentruppe der Ratte befindet sich auf dem Weg zur Burg. Immer so 5 truppenweise diese Leute zurechtlegt und dann nacheinander alle hochschickt. Dann kann man auf einen Turm unbegrenzt viele Truppen raufbringen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Das ist natürlich es werden Waffen benötigt, schon Sire. Stark, es werden wenn man Waffen benötigt, Sire. Einen großen Turm hat, auf dem 100 Leute draufstehen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Außer der Gegner zerschießt ihn dir mit Belagerungswaffen. Dann bist du natürlich gearscht, weil dann sind deine ganzen Leute, die auf dem Turmwall standen, stark verletzt, bin stark angeschlagen. Wenn nicht sogar tot. Rücken aus! Es werden Waffen benötigt, Sire. So, da schicke ich auch noch welche hoch. Oh, das ist der letzte Kampf, glaube ich. Nein, doch, doch, das müsste der letzte Kampf unsere sein. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Bin zur Stelle. Es werden Waffen Bogenschützen benötigt, bereit. So, da schickt mir nochmal welche hoch und noch ein Hersteller. Mein Bogen ist euer, mein Herr. Eure Befehle? Und tot. Mal schauen, ob das der Sieg war. Normalerweise müsste noch eine Nachricht von der Ratte kommen. Entlegene Dörfer. Sagen die Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Das ist jetzt der letzte Kampf. Auch von den Nachrichten kann man erkennen, wie groß die Truppe sein wird. Wenn es so eine Nachricht kommt, ja, eine kleine Gruppe, dann kommt wirklich ganz wenig. Wenn sie die Nachricht kommt, entlegene Dörfer, dann ist die Gruppe schon etwas größer. Und wenn es heißt, eine riesige Armee der Ratte zum Beispiel ist gesichtet worden, dann kommt wirklich viel auf dich zu. Die Truppen der Ratte greifen an. Oh, Belagerung. Es werden Waffen benötigt, Sire. Sind auf dem Weg. Ja, das ist schon. Naja. So viele sind es auch nicht. Aber es ist auch eins der Anfangslevel. Das darf auch noch nicht so schwer. Es darf natürlich auch noch nicht so schwer sein. Es werden Waffen benötigt, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Wir haben den feindlichen Angriff über. Die Feiglinge sind davongelaufen, Sire. Wir holen sie nicht mehr ein. Sie verraten uns mit Sicherheit. Hey, ich habe alle umgebracht. Hier lebt keiner mehr. Sieg! Ja, die Statistik, wegen schwer bekomme ich 10.000 Punkte. Bei sehr schwer, glaube ich, hätte ich 15.000 Punkte bekommen oder 12.500. Truppen verloren 0%, das gibt maximale Punktzahl, ergibt 20.000 Punkte. Ja, Bestwert, den man haben kann, ist 25.000 Punkte. Ihr habt viele der Patrouillen der Ratte zurückgeschlagen. Doch einige Versprengte überlebten den letzten Angriff und sind entkommen. Niemals! Ihr habt zwar noch keine neuen Befehle erhalten, doch ihr könnt nicht zulassen, dass sie den Herzog de Puys erreichen und euren Standort aufdecken. So, und wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Stronghold!